die das, irgendwie habe ich das Gefühl, ich laufe immer rein. Ich sollte mal in die andere Richtung laufen. Vielleicht trifft es mich dann nicht. So. Ihr seid immer noch so weit weg. Geisterschleicher. Schleich dich mal. Was aus der Ferne konntest du mich angreifen? Ich habe jetzt leider nicht so die HP übrig. Gerade standet ihr besser. Da höre ich mal meine Verteidigung ein wenig. Der Kampf könnte ein wenig dauern, wenn ich ständig daneben treffe. Ich muss mein Zielwasser trinken. Na komm. So, nur noch ein Gegner übrig. Das sieht doch schön aus. Und noch ein Schlag. So, komm. Den kriegst du. Dann mach ihn jetzt down. Supi. Und was machen wir nach jedem Kampf? Wir heilen uns erstmal. Oh, und wir haben leider keine Mana-Punkte mehr übrig. Dann laufen wir 3 Schritte. Und heilen uns wieder. Laufen 3 Schritte und heilen uns wieder. Und laufen 3 Schritte und heilen uns wieder. Und wir entdecken die Hütte. Hab mich schon gewundert. Ich dachte, ich wäre im falschen Wald. Ja. Finn Schneider. Verzweiflungsattacke fast schon. Ich kann mal den Sucher versuchen. Wird dafür wahrscheinlich. Ey, er hat sogar geklappt. Der Trümser ist jetzt nur nicht dran. Nee, der Geisterschleicher. Ah. Ihr könnt jederzeit das Video anhalten und lesen, was da steht. Ich finde, es wird viel zu kurz angezeigt. Also ich habe lesen können Element Erde. Und das war es dann auch schon ziemlich. Ah, 75 Trefferpunkte. Okay. Der Rest, ja klar, Verteidigung kann auch interessant sein. 11 Angriff klingt auch interessant, aber Bewegungsradius, ja, scheint größer als meiner zu sein. Punkt, was soll ich dazu sagen? Oder mein Bewegungsradius ist nämlich erst 25. Okay, heilen wir uns noch eine Runde. Und gehen zu diesem netten Leuchti. Holen uns einen weiteren Erdgeist hinzu. Suchen den Eingang der Hütte. Schau mal drin. Was ist hier drinnen los? Interessante Musik für einen eigentlich sicheren Ort, oder nicht? Kelly, folge dem schönen Tal in den Wald und du gelangst zu einer blauen Grotte. Aber sei gewarnt, der Weg wird sich ohne Zustimmung der Geister nicht für dich öffnen. Interessant zu wissen. Und eine tonlose Flöte erhalten. Apropos,
Da fällt mir ein, ich wollte mal nachgeguckt haben. Tautropfen, frisches Brot, Tautropfen, Silberamulett, das weiß ich noch. Die Riesenschuhe hatte ich auch gesagt, die verdoppeln den Aktionsradius. Ah, Selines Glocke. Banne deinen Feind durch ihren Ton. Natürlich ein Item, was man nicht gerne eigentlich für so einen Bosskampf aufhebt, aber in Bosskämpfen wirken die halt nicht so lange. Aber damit kann ich wirklich jeden Feind bannen. Also wenn ich dann von 5 Gegnern umzingelt bin, werden alle 5 Gegner bewegungslos. Honigbrot, ja. Der Weltapfel. Kristallkugel enthält große Kraft des Erdgeistes. Kann ich nicht einsetzen. Der Heldentrank heilt 40 Mana-Punkte. Nachbildung, damit kann ich halt aus einem Kampf flüchten. Naja. Der Heiltrank. Geheimer Trank aus Kaltland. Okay, 150 Trefferpunkte. Wäre also noch schwachsinnig, den jetzt schon einzusetzen. Aber für einen nächsten Endgegner könnte der von interessanter Wirkung sein. Die tonlose Flöte. Seltsame Flöte ohne Ton wehrt feindlichen Fluch ab. Okay, sagt mir jetzt so in der Beschreibung gar nichts. Diese Hütte war es scheinbar nicht. Es gibt nämlich eine Hütte. Da ist ziemlich versteckt ein Leuchti zu finden. Laufe ich aber hier drin noch ein bisschen rum. Aber warum bist du das nicht, Hütte? Das wäre so schön, wenn da noch ein Leuchti wäre. Nein, nein, nein. Okay, bevor wir rausgehen, laufen wir noch ein bisschen rum, bis unsere Mana-Punkte wieder voll sind. Hier drin kann ich's ja. Vermutlich gehe ich raus, 2 Schritte und dann ist der nächste Kampf, also von daher. Nee, dich brauche ich nicht nochmal ansprechen. Mana-Punkte sind voll. Okay. Dann lass uns mal weitersuchen.